Welt ist klein geworden, so winzig klein geworden. Gerrit und Frederik Braun, zwei Brüder, eine Welt für sich. Was sie eint? Vielleicht die Liebe zum Detail. Sie haben ihren Spieltrieb professionalisiert und diese gigantische Miniaturwelt der Superlative geschaffen. Wir fühlen uns nicht größenwahnsinnig oder irgendwas, auch wenn man manchmal dann dachte und denkt, hey, wie groß soll das eigentlich noch? Halt ihn immer fest. Wie groß soll das eigentlich noch werden? Aber wir machen es einfach ganz einfach. Wir bauen einfach weiter. Mehrfach haben es die eineiigen Zwillingsbrüder ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Die ganze Welt staunt über ihre mehr als 15 Kilometer lange Gleisanlage. Auf ihrer Spielwiese mitten in der Speicherstadt in Hamburg scheint alles möglich. Um die Welt reisen? Kein Problem. Alle Facetten des Lebens sind allerliebst dargestellt und zwar technisch ausgetüftelt bis ins letzte Detail. Über 300 Mitarbeiter sorgen dafür. Hier, wo die Gebrüder Braun regieren, war zum Beispiel auch die Elbphilharmonie schon ein Jahr früher fertig als in echt. Richtig groß geworden ist ihr Baby. Das Miniaturwunderland wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Erfolgsgeschichte made in Norddeutschland. Wir haben nachgefragt bei der Deutschen Zentrale für Tourismus und die sagen mal wieder, das Miniaturwunderland ist das Lieblingsziel ausländischer Touristen in Deutschland. Noch vor Schloss Neuschwanstein und vor dem Kölner Dom. Nein. Ja, nein. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde es irre. Wie erklärt ihr euch das? Mir fehlen noch die Worte, würde ich sagen. Es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil die Frage wird oft gestellt. Für uns ist es, wir sehen es jeden Tag. Es ist, glaube ich, dass man bei uns das Wunderland betritt und alles vergisst. Hoffentlich auch gerade Corona. Man taucht in diese Welt ein, findet sich vielleicht wieder, findet seine Träume wieder und kann einfach alles drumherum vergessen. Wir großen und kleinen Kinder, wir finden die Technik toll. Es bewegt sich überall was und was sehr Gerrits Verdienst ist. Und ja, es ist irgendwie von 0 bis 100 für jeden was. Und wer hat schon so eine Zielgruppe? Dann ja, war das sozusagen der Grundstein für unseren Erfolg, den wir damals niemals so geglaubt hätten. Was ist eure Lieblingsszene? Es gibt ja unterschiedlichste Welten, die da abgebildet sind, ne? In klein. Was liebt ihr besonders? Das ist natürlich die Frage, das Aktuellste ist immer das Schönste, aber jetzt könnte ich natürlich in die Richtung denken, was war wichtig fürs Wunderland. Und das ist, glaube ich, eine unserer ersten Szenen gewesen. Wir hatten gerade so den Rohbau fertig und jetzt ging es darum, dass wir irgendwo auch dem Leben einhauchen müssen. Wir hatten schon ganz viele kleine Figürchen bestellt und so weiter. Und ja, die erste Szene, die dann da zu sehen war, war eine Wasserleiche. Und das hat uns erstmal ein bisschen geschockt. Ja. Ich habe da meine damalige Freundin, die gemacht hatte, habe ich erstmal mich erkannt, weil war ungefähr 1,80 groß, meine Statur und war nackt und lag im Wasser und war tot. Und aber dann haben wir da gestanden und gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist ein Wahnsinn. Und aber also es war Klaus genau Peter das Wolf Richtige. Findet das super. Es läuft, ja. Das war genau richtig. Nicht Friede vor der Eierkuchen, nur das schöne Leben darzustellen, sondern das ganze Leben. Und da gehört das eindeutig auch dazu. Und das war in dem Sinne gleich von der ersten Sekunde an der richtige Auftakt. Wie viele Figuren, Gerrit, habt ihr? Hast du das im Kopf? Ich bin eigentlich auch so der Statistik-Zahlen-Mensch bei uns. Ja, aber ich habe es nicht im Kopf. Es müssten um die 300.000 sein. Ja, wenn jeden Tag mehr, manchmal weniger, weil welche wegkommen und dann kommen wieder neue dazu, wir werden größer. Was also, heißt, die Besucher klauen welche? Oder? Ja, oder Staubsauger, die kleinen vielleicht oder so, aber wir sagen immer, die entführen die. Und wie kommen welche dazu? Wort. Es gibt ein paar findige Unternehmer, die stellen ihre Speditions-LKWs oder ähnliches mit dann Fahrern oder so auf die Anlage, weil es eine tolle Werbung ist, schön in die erste Reihe. Das findet da Frank Thiel eine super Idee, merkt man rein. Job schon, ne? Aber die erwischen die alle oder wie mit der Die erwischen wir eigentlich alle, weil unsere LKWs haben erstens Nummernschilder, das wird nämlich meistens vergessen, also da stimmen die Details, sie sind auch nicht so blitzeblank sauber, sondern dreckig gemacht, wie in echt auch, und sie leuchten nachts. Hey. Also man muss nur die Nacht abwarten. Jetzt die nachts wissen aber, wie wir fälschen können. Hast du das ganze Buch erklärt? Es gibt erzählen ja fällt da sowieso nur ein Tesla hin. Ja. Aber ich sag mal, wenn jemand einen perfekt gealterten, mit Nummernschild versehen, einen super beleuchteten LKW bei uns auf die Anlage stellt, gerne. Oh, da sparen wir viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Klaus-Peter Wolf hat ja gerne reale Personen in seinen Krimis. Und ihr habt auch teilweise, ich sag mal, also reale Personen in klein, in euer Miniaturwunderland. Jan Hofer zum Beispiel ist als Tagesschausprecher dort verewigt. Was müsste denn zum Beispiel Giovanni tun, um auch im Miniaturwunderland aufzutreten? Oha, uns vor einem Millionenpublikum fragen, ob er da auch rein kann. Weil ich glaube, da kann ich nicht Nein sagen. Oder er kann ja sich selbst die Szene aussuchen. Ich müsste jetzt erstmal ganz bescheiden anfangen und gestehen, ich war noch nie bei euch. Also das ist es müsste erstmal damit losgehen, dass ich mal zu Besuch komme.
Das wäre großartig. Ein guter Start. Sonst habe ich das nicht verdient, in keiner Hinsicht. Du musst Warum aber nicht? Zahlen, Giovanni. Du hast dich zwar vorhin selber als Zwerg bezeichnet im Gespräch mit Katharina Thalbach, aber ich du bist größer als 1 Meter und nur unter 1 Meter kommst du umsonst rein. Okay. Aber in welcher Szene bei uns in einer Welt in Miniatur würdest du dich denn am ehesten verwirklicht wissen? Als Zeitungsverkäufer. Als Zeitungsverkäufer, da haben wir eine Menge Möglichkeiten. Okay. Also ich greife mal was vor, weil eigentlich wollten wir euch jetzt Geschenk zum Ende eine kleine Figur schenken. Das mache ich mal jetzt, weil... Nee, rutsch das mal so rüber. Wir haben euch beide nachgebastelt. Nein. Und dann jetzt war die Chance, ein Geschenk abzulegen. Nee. Und jetzt zu sagen, gib's mir wieder mit und stell's rein. Ich würde es glatt machen. Ich schwöre, das ist nicht einstudiert. Das ist echt eine Überraschung. Das gibt's doch gar nicht. Drin? Wir sitzen auf einem roten, also ich sitze auf einem roten Sofa. Ich habe was an, Gott sei Dank. Ich bin keine Leiche, ich lebe noch. Wie sieht's bei dir aus, Giovanni? Ich sitze auch auf einem roten Sofa und sehe aus ein bisschen wie Rex Gildo. Und ihr habt uns noch was, davon wussten wir de facto wirklich nichts. Also das ist ganz toll, wir fühlen uns sehr geehrt. Aber ihr habt uns noch was mitgebracht und das ist ein bisschen größer. Obwohl es auch sich hierbei nur um ein Modell handelt, um einen Prototypen. Ihr baut das, was da in klein ist, in ganz groß im Miniaturwunderland, nämlich eine Formel-1-Strecke. Das ist sozusagen mal als Beispiel, wie viel Herzblut man eigentlich braucht, um gewisse Dinge zu schaffen, wenn man sie wirklich möchte. Und das geht dann manchmal auch. Hier wissen wir es sogar noch nicht mal. Wir hatten vor 5 Jahren die Idee, nachdem wir Schiffe fahren haben, Flugzeuge fliegen, Autos fahren und so weiter, Formel 1 Autos fahren zu lassen und sie realistisch über eine Rennstrecke fahren zu lassen, mit Überholmanövern, am besten so, dass echte Formel 1 Fahrer neidisch werden. Oh, muss ich auch mal ausprobieren an der Ecke. Auch als zweites die Formel E, also weil es etwas moderner ist, dass wir dies beides machen wollten, und zwar in Monaco, in unserem aktuellen Abschnitt, den wir gerade bauen. Aber wir sind seit 5 Jahren dabei, die Technik dafür zu entwickeln, weil in diese kleinen Autos passt kein Motor rein, kein Akku oder ähnliches. Die müssen also irgendwie eine andere Technik bekommen. Und was wie eine kleine Spleen-Idee begann, ist jetzt mittlerweile so, dass wir hier zumindest mal vorführen können, wie die Idee ist. Die ist noch nicht fertig, aber ich drücke mal einfach mal hier den Power-On-Button und hoffe, dass es funktioniert. Und das heißt, diese Autos, die haben keinen Akku drin, keinen Motor, da fährt unter der Anlage nichts durch die Gegend und zieht die mit. Und die können auf dieser Straße ihre Geschwindigkeiten ändern, können rechts, links genau auf 0,7 mm positioniert werden. Das hier ist unsere Testanlage, deswegen fahren die so noch nicht so ganz realistische Manöver. Aber wir sind jetzt dabei, das hochzuskalieren, dass wir nachher viele, viele Millionen Positionen haben, die von mehreren tausend Mikrocontrollern und nachher einem Hauptrechner angesteuert werden können und 20 Formel-1-Autos auf einer 21 Meter langen Strecke durch unser Modell Monaco jagen. Und anders als hier, das ist das Wichtige, ne? Anders als hier, man sieht es nicht, was ist da drunter. Und es ist wirklich eine richtig schöne Straße und so, und, dass die 100% wie von Geistern fahren. Ich habe zwei linke Hände, was Technik betrifft. Ich bewundere das so wahnsinnig. Und, jetzt ist ja die ganze Technik zu sehen. Das ist Gerrits Sache. Ja, ne? Das sieht vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen aus wie so eine kleine Carrera-Bahn oder so. Stimmt. Aber das ist der blanke Wahnsinn, das muss man sich vorstellen. Das sind Millionen kleine Pixel, die einzeln ansteuerbar sind und per Magnet immer einen vorgeschoben werden in einer Geschwindigkeit, sodass unser Auge das nicht wahrnimmt. Und das programmieren die jetzt seit 5 Jahren, sodass am Ende auf einer Frederik, Strecke... Der Einzige, der jetzt noch folgen kann, ist Frank Thelen. Und selbst der fasst sich gerade so und kratzt sich im Hinterkopf. Das ist ja wunderschön. Und was man zum Beispiel auch... dieser kleine Wagen hier, der fährt hier da auch, der ist erst gestern fertig geworden, und da hat Jens, unser Formel-1-Autobauexperte, fast 3 Wochen dran gearbeitet, bis er den am Computer gezeichnet hat, dann ausgedruckt, verschiedene Materialien ausprobiert, die Aufkleber, die Lackierung und so weiter. Und wir sind also sozusagen alle gerade ganz stolz, dass wir nach 3 Wochen Arbeit ein ganz leichtes, kleines Plastikmodell eines Formel-E-Autos in der Hand haben, weil so viel Herzblut dahin steckt. Und wenn ich dann am Ende sehe, mir vorstelle, dass 20, jetzt habe ich ihn geditscht, und dann jetzt ist leider die Arbeit von 5 Jahren kaputt. Nee, das ist jetzt kann ich sie wieder aufstellen, aber jetzt weiß das System nicht mehr, wo die Autos sind. Ja. Kann sie nicht mehr steuern. Darf ich mal fragen, weil das ja jetzt wirklich sehr technisch und kompliziert ist, wie das alles funktioniert, aber die Entwicklung von sowas, 5 Jahre, was kostet das denn? Das rechnen wir nicht aus. Das entsteht auch nicht als Projekt, wir nehmen uns mal vor und kalkulieren das, sondern in dem Fall Axel, einer meiner positiv verrücktesten Mitarbeiter, gerade im technischen Bereich, sagte, ich habe eine Idee, wie wir diese Formel-1-Autos, von denen du immer träumst, zum Fahren bringen. Und dann hat er mir die erzählt. Ich fand die mäßig realisierbar, aber habe ihm gesagt, probier es doch mal aus.
in diesem Punkt, probier's doch mal aus, sind wir seit 5 Jahren durchgängig. Weil man entscheidet so, okay, ja, probieren wir noch mal anders. Man hat ja 2 Möglichkeiten. Entweder wir probieren einfach weiter oder wir schmeißen das Ding in den Brunnen und sagen, vorbei, aus, wir canceln das. Je länger es gedauert hat, desto weniger will man es dann auch canceln. Weil man hat ja zu viel Herzblut eingesteckt. Das heißt, wir schaffen uns eigentlich jedes Mal so einen eigenen positiven Teufelskreis, der in der Regel dann auch schön endet. Das Phänomenale ist ja, programmiert dann stundenlang die Abläufe, wie beim Flughafen auch. Also erst in dem Sinne. Wir bauten die Autos selbst. Die sind selbst gebaut, ja. Kann man das so klein? Das kann man tatsächlich, da braucht man gute Augen. Und, also das, und der Computer hilft uns heutzutage da. Das heißt, diese Autos haben sogar ein Teil des Autos ist gedruckt worden von einem 3D-Drucker. Und wenn ich Glück habe, fahren sie auch wieder. In der Aufregung tatsächlich geschafft. 300 Mitarbeiter. 350 Mitarbeiter, ja. Wow, das ist ja ein richtig großes. Und wir kennen nur Jens und Axel bis hierhin. und Frederik. Und Frederik, genau. Aber der kommt meistens auch relativ pünktlich zur Arbeit. Also um noch mal eine Zahl zu nennen, ne, die vielleicht auch nicht nur Frank Thelen begeistern wird. Der Unterhalt des Miniaturwunderlandes kostet 424.000 Euro im Monat. Was? Allein ja, jetzt im Notbetrieb, also normalerweise 1,5 Millionen. Aber wir haben durch Corona-Lockdown erstmal alles runtergefahren und sind unter 500.000 gekommen, sodass wir unseren Notfallschaff, den wir uns immer für solche Zeiten gebildet haben, uns ziemlich lange am Leben hält. Weil ihr ja auch nur 20% der eigentlichen Zuschauermenge im Moment durchschleusen wieder, könnt. Jetzt wieder zum Glück. Das ist immer ein Anfang und man darf sozusagen ja wieder mitspielen. Andere dürfen noch nicht wieder mitspielen. Und aber mit 20% Gästen kommst du mit 350 Mitarbeitern natürlich nicht über die Runden. Und es frisst jeden Monat unseren Notfalltopf auf. Aber alleine wieder dabei zu sein und wieder zu öffnen, die Gäste wieder zu spüren, also das, was man tut, auch ein Ergebnis hinter einem zu spüren, was die dazu sagen, ist so unendlich wichtig und da sind wir dankbar drüber. Apropos Notfalltopf, also ich finde, es gibt eine Aktion bei euch, die finde ich ganz großartig. Nicht nur Menschen unter 1 Meter Körpergröße dürfen umsonst rein, also Kinder, sondern auch bedürftige Menschen, die am Eingang sagen, ich will das so gerne mal sehen, aber ich kann mir den Eintrittspreis, weil es ist ja ein Geschäft, ihr nehmt natürlich Eintritt, nicht leisten. Die müssen am Eingang den Satz sagen, ich kann es mir nicht leisten und dann werden sie reingeschleust. Ist das schon mal ausgenutzt worden? Also man muss dazu sagen, das machen wir immer im Januar. Da haben wir ein bisschen Platz. Das Wunderland ist leider immer ausgebucht, immer voll. Und im Januar ist so ein saurer Gurkenmonat, da haben wir ein bisschen Platz. Und das ist, als wir das erste Mal vor 4 Jahren angekündigt haben bei Facebook und gesagt haben, Mensch, komm, uns geht es so wahnsinnig gut. Und ich hatte persönlich Heiligabend so ein Erlebnis vor der Kirche und habe gesagt, wir müssen mal wieder was tun. Irgendwie, es gibt so viel Leid in dieser Welt. Haben wir gesagt, okay, im Januar können alle, die sich das nicht leisten können, und zwar die selbst der Meinung sind, dass sie sich das nicht leisten können, umsonst ins Wunderland. Und wir wollen nichts anderes von euch haben, außer dass ihr es uns am Eingang sagt. Aufschreibt, uns irgendwie spüren lasst und sonst irgendwas. Wir hinterfragen das nicht, sondern wir vertrauen euch. Da haben wir eine Häme im Web bekommen. Ihr seid verrückt, ihr seid geisteskrank, ihr werdet betrogen, belogen und sonst irgendwas. Nee, es ist ein Märchen. Es ist ein wunderschönes Märchen und sie betrügen uns in ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen, wenn überhaupt. Das ist ganz einfach auszurechnen. 1000 Gäste normal machen einen bestimmten Bistro-Umsatz. Wenn da 1000 Gäste zusätzlich in diese Aktion kommen, ist der Bistro-Umsatz der gleiche. Das weil heißt, die sich das bedeutet nicht eindeutig, können, die konnten sich das Eintritt nicht leisten und das Essen nicht leisten. Das ist eigentlich noch ist traurig. Schlimmer eigentlich. Ne? Woher da reicht es nicht mehr für eine Pommes. Ja, woher kommt das, dass ihr da so viel Herz zeigt für bedürftige Menschen? Liegt es daran, dass ihr selber auch aus einem Elternhaus kommt, das jetzt, ich sag mal, euch keinen Überfluss bieten konnte? Also vielleicht kommt es daher, dass wir uns sehr bewusst sind, wie viel Glück wir in unserem Leben gefühlt zumindest hatten. Mhm. Alleine 1967 in Hamburg mit einem Zwillingsbruder in diese familiären Verhältnisse geboren zu sein, gleicht einem Lottogewinn. Und dann wirklich diesen Spielgefährten zu haben. Wir haben keine leichte Kindheit gehabt, aber wir haben alles uns irgendwie schön gemacht. Wir haben aus allem, was uns gegeben war, wir haben wahnsinnig viele Träume und Wünsche gehabt, die uns in der Regel nicht erfüllt wurden. Aber dann haben wir es einfach aus irgendwas gemacht. Und wenn man sein Leben lang irgendwie dadurch geht, mit einem Zwillingsbruder alles teilen zu müssen, das heißt, man muss ja auch Achtsamkeit, Rücksicht und so weiter, ja, Streitfähigkeit besitzen. Zwillinge. Und, Frau Koller fragt gerade mit einem Großen, ist das ein Zwilling? Ja. Wir sind Zwillinge, tatsächlich, ja. Wie symbiotisch seid ihr beiden im normalen Leben? Also ihr wohnt ja nicht zusammen, ihr habt jeder eine Frau, ihr habt jeder 3 Kinder. Also wir haben schon viele Ähnlichkeiten und es brauchte viele, viele, viele Jahre, um die Unterschiede etwas prägnanter auszuarbeiten.
aber in den wichtigsten, vor allen Dingen emotionalen Facetten sind wir uns wirklich sehr ähnlich. Im Guten wie im Schlechten. Also es gibt Momente, wo wir nicht gleich sein wollen. Das sind die Momente, wo wir unbedingt uns streiten wollen. Ach, die gibt es auch? Die gibt es wahnsinnig. Das sind die Momente, wo unsere Wunderländer aus dem Raum fliehen und denken, dass sie gleich tot sind. Oh. Und 3 Minuten später wieder reinkommen, wenn wir über das nächste Projekt schon brüten, weil wir schon vergessen haben, dass wir uns 3 Minuten vorher gestritten haben. Aber die 2 Minuten vorher, die waren böse. Das können wir richtig gut. Aber ich glaube, auch das bringt uns irgendwie immer weiter. Und ich glaube, bei diesen Streitereien ist tatsächlich ein Aspekt, dass man nicht immer dem anderen unbedingt Recht geben möchte und sich erstmal darüber streitet, obwohl wir tief im Herzen eigentlich ziemlich ähnliche Meinungen hatten. Mhm. Ich habe vorhin Klaus-Peter Wolf gefragt, wie viele Geschichten noch in ihm wohnen. Wie viele Wunder fürs Miniaturwunderland wohnen noch in euch? Also ich würde sagen einfach endlos, weil momentan ist bei uns sozusagen auch nichts drin, aber man geht ja mit offenen Augen durchs Leben und erlebt so viel und sieht so viel. Wir haben auch wirklich das große Geschenk, dass wir die Welt zwar im realistischen nachbauen, aber natürlich auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen können. Also das heißt, unsere Gefühle, was wir für gesellschaftlichen Wandel uns vorstellen, was wir uns vorstellen, was die Menschen vielleicht ein bisschen mehr wieder als Bedürfnisse oder als Ideen entwickeln könnten, die können wir natürlich schon mal ein bisschen teasern bei uns auf der Anlage, weil das sind ja in der Regel Dinge, die man als Positives macht. Ihr so Detail. Eine Corona-Szenerie jetzt? Ganz bewusst nicht. Wir haben es natürlich überlegt, ob jetzt auch bei Wunderland zieht sehr viel durch den Kakao und so, ob wir das irgendwie machen. Aber wir haben gesagt, nee, es ist schon so hart im Moment. Einfach mal vergessen. Mhm. Jetzt in unserer neuen Kirmes haben wir zwar eine Szene drin, da hat sozusagen ein Imbissstand vergessen, dass Corona schon vorbei ist, weil da sind wieder ganz viele Menschen und hat noch die Abstandsregeln drauf. Und man sieht, dass die dort anstehen, sich noch dran halten, weil sie es noch im Kopf haben. Aber es ist eigentlich die Zeit danach. Und, süß. Klasse. Es wird irgendwann hoffentlich wieder so sein und wirklich nicht mehr so lange. Also Giovanni und ich glaube, wir verabreden uns jetzt. Ne? Wir gucken uns das an, weil ich war nämlich auch noch bin jetzt noch sehr neugierig geworden, wirklich. Es ist ein Fauxpas, gerade wenn man in Hamburg wohnt. Total, eigentlich. Also wir kommen, wir stellen uns brav an und kommen euch besuchen und werden das bewundern, was ihr geschaffen habt. Vielen Dank, Gerrit und Frederik Braun.